Feuchtigkeit tropisch. Felder im Besitz haben wir zwei. Samen haben wir auch. Okay. Und Tiere. Kuhfutter. Wir haben 1000 Kilo Kuhfutter. Eine fucking Tonne. Und 100 Kilo. 100 Kilo Hühnerfutter und eine Tonne Mist. Mist ist immer gut. Okay. Jetzt. Hat er mir Freien gemacht? Ja, leck mich doch. Ich war noch gar nicht fähig hier, du Spucken. Das muss alles neu. Gut, dass man nicht ganz so genau zielen muss. Das finde ich ganz schön. Jetzt bringen wir erstmal unseren Hof ein bisschen auf Vordermann und dann gucken wir gleich mal, was wir bei dem Olivier machen können, damit wir mal den Träger kriegen. Bin mal gespannt, ob wir uns auch neue Maschinen kaufen können oder ob wir uns alles zusammenklauben müssen. Dass wir uns dafür quasi prostituieren müssen. Prostitution für Landmaschinen. Läuft. Und das ist schon der andere Abschnitt, ne? Aber wir wollen es ja schön haben. Anscheinend kostet das nichts, glaube ich. Wir haben immer noch 520 Euro. Und anscheinend müssen wir immer noch einmal Material kaufen. Und können damit alles reparieren. Wie mir scheint. Ist immer richtig. Du erbst einen Hof und erstmal alles neu. Das muss alles weg hier. Aber wenn wir den fertig renoviert haben, dann können wir den locker für 1 Million verkaufen, bestimmt. Und dann gehen wir ganz gepflegt kacken. Da drin sind auch Samen oder sowas. Zumindest soll es so aussehen, als ob. Ach ja. So. Kommt mir so ein bisschen vor wie Hausflipper, nur auf der Farm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Hausflipper, nur auf der Farm. Haben die. Die haben aber nicht zufällig Hausflipper gemacht, die Entwickler, ne? Ich weiß das gerade nicht. Ich glaube aber nicht. Erneuern. Rostiges Metall mit Metall. Okay. Dann ist das schön. Das hier auch noch. Alter, die Musik ist voll dramatisch. Kommt gleich einer um die Ecke und fängt an zu ballern. Ziehen wir dann unser Maschinengewehr und dann ist hier Achterbahn oder was ist hier los? Ich glaube, ich habe dann hinten vergessen, das zu machen, ne? Ja, habe ich. Man sollte auch mal nach oben gucken, ne? Ab und an mal. Zack und zack. Wir hätten das auch alle so runterrasieren können. Wäre eigentlich egal gewesen. Aber so schöner. Finde ich. So. Jetzt können wir reingehen. So, Apfelbäume haben wir auch. War das mit der Tür? Die haben wir schon, ne? Sieht von hier aber gar nicht so neu aus. Okay, der zählt das von innen und von außen. Das ist gut. Jetzt müssen wir noch das Dach machen. Hallo? Dach? Oh. Das auch noch. Was ist mit den Rohren? Nüscht. Kann ich hier rauf? Ja. Kommen wir besser ans Dach ran. Moment. Hier. Da. Da. Ah, man muss doch genau zielen. Ach, der da. Ach, den neuen Träger. Hier, das Ding. Zack. Das Ding hier können wir nicht machen, ne? Nee. Ach, ich kann ja auch so gucken, was ich machen muss. Einiges, vieles, nicht weniges. Das dauert noch kurz. Können wir in der Zeit ein Käffchen holen oder sowas. Außer ihr wollt das sehen. Für Unterhaltung bin ich offen. Ne, bin noch flexibel. Was ist denn hier für eine Leiste? Können wir das leisten? Das war schlecht. Den.
Okay, die müssen wir an. Gibt es hier eigentlich ein Automatikprogramm in dem Gewächshaus? Ich frage nur mal. Wenn wir die Dinger alle manuell öffnen müssen, das wäre nicht so geil. Sag ich mal. Dauert zum Glück nicht lange. Okay, das sind immer so. Also die Rahmen müssen wir auch noch separat machen. Das ist ja toll. Ich wollte spielen. Ich wollte spielen. Hätte ich es mal sein gelassen, ne? Peng. Und Peng. Die hat er gleich mitgemacht. Die habe ich vergessen. Der Treasure. Das ist auch gut, ne, dass wir erstmal das Gewächshaus machen, anstatt unser Haus. Entschuldigung. Aber wir können ja ruhig mit dem offenen Dach. Pass auf, wir pennen dann einfach im Gewächshaus. Hier ist eh tropisches Klima. Das ist also gut. Wieso bin ich jetzt hier runtergegangen? Weil ich doof bin, ne? So, hier. Immer zwei Schuss. Ist aber auch alles abgeranzt hier, ne? Ekelhaft. Zack. Reicht nicht immer ein Schuss? Kann man das skillen? Gibt es einen Skilltree? Ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es hier sehen. Also ich sehe zumindest nirgendwo, dass wir Erfahrungspunkte. Wir bekommen wohl Sozialpunkte. Aber können wir die irgendwo ausgeben? Hofstatistik, ich habe sonst nicht mehr hier. Vorrätiger Third X. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Nein, wieso? Was? Warum? Immer wenn ich in die Statistik gehe, dann geht er aus dem Baumenü raus. Das ist ja doof. Das finde ich nicht gut. Hoch da. Kann ich ja hier gedrückt halten. Jo, ich werde hungrig. Das ist toll. Das ist das Wichtigste, glaube ich, in dem ganzen Spiel, dass man hungrig wird. Das nervt zum Glück gar nicht, wenn man hier so viel machen muss. Ja, wir haben es ja fast geschafft hier. Auf der Ecke. Was mache ich denn gegen Hunger? Wahrscheinlich was essen, ne? Mach gleich mal. Guck mal. Quasi den ersten Abschnitt haben wir ja gleich. Müssen wir nur noch den zweiten machen. Hallo? Ist gerade wirklich schon eine Dreiviertelstunde rum, Alter? Also ungefähr eine halbe Stunde. Das ist aber krass. So schnell. Das heißt, glaube ich, das Spiel macht Spaß, oder? Hoffe ich. Also mir auf jeden Fall. Bis jetzt geht's. Sag mal, ich kenne das hier. Also ich kenne vieles noch außer Early Access. Da hat sich nicht viel verändert. Nicht alles, aber das meiste kenne ich wohl noch. Und zumindest mal das Gewächshaus fertig machen und dann fressen wir was und dann müssen wir mal gucken. Gibt's eigentlich Tag-Nacht gibt's auch, ne? Ja, es ist aber erst 11.29 Uhr. Also ist sowieso langsam Mittag. Hier müssen wir nichts machen. Na doch, da drüben ist ein bisschen ranzig. Wird aber nicht rot angezeigt. Und das hier. Komisch ist, das ist nicht so ranzig wie alles andere, aber braucht ziemlich viele Punkte zum Reparieren, ne? Das glaube ich auch, ja. Okay, da komme ich so nicht ran. Den. Viermal Metall braucht das. Wir müssen bestimmt später noch Material kaufen zum Reparieren. Also wir mit Sicherheit nicht unendlich haben. Weil anscheinend hat Opa ziemlich viel gekauft. Damit können wir wahrscheinlich den ganzen Hof auskleiden. Aus irgendeinem Grund sind die Fenster auf der Seite hier schon repariert. Haben wir die zufällig repariert, als wir die andere Seite...
Ach nee, die haben wir gemacht, als wir hier unten die Leiste gemacht haben. Das waren die Fenster, nicht nur eine Leiste. Alles klar. Hab ich verstanden. Jetzt auch. Bin manchmal auch ein bisschen schwer vom Begriff. Aber das kennt ihr ja schon. Das ist ja nun nichts Neues. Das Problem ist natürlich, in der Ingenieursicht, diese ranzigen Sachen, die sind nicht rot. Das heißt, die sind nicht kaputt, die sind nur ranzig. Das ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig, das alles zu sehen. Um das richtig zu reparieren. So, gleich ist Mittag. Moment noch. Es ist schon 8.42 Uhr. Wie geht das denn? Wann habe ich denn angefangen? Hat so lange gedauert? Gewächshaus. Schon noch gar nicht. Jetzt habe ich es repariert, glaube ich. Ich habe übersehen? Nö, ne? Nö. Nö, alles neu. Fertig, Mittag. Was ist das hier für ein Quatsch? Erneuern, rostiges Metall. Oh. Ach, das Regal können wir auch noch machen. Cool. Benutzen. Ich benutze es. Wir haben Tomatensetzlinge. Können wir die anbauen? Oh ja, geil. Ich mach die mal. Linke Maustaste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hoch und sieben. Ich mache erstmal sieben. Benutzen. Kann ich die wieder ablegen? Hallo? Ich möchte die gerne wieder ablegen. Ich habe Tomate. Zwei Tomaten. Aber die Setzlinge hier, drei Stück. Kann ich die nicht ablegen? Das finde ich jetzt aber doof. Muss ich die ganze Zeit... Oder muss ich so machen? Nee, kann ich auch nicht. Ich kann die nicht ablegen. Scheiße. Ich will nicht alle anpflanzen. Ich will das jetzt nicht gleich versauen, dass ich gar nichts mehr habe. Öffnen, aktivieren. Ist, glaube ich, zu nass hier, oder? Der zeigt das an. Es ist nass. Okay. Ich glaube, Komfort wäre gut, ne? Grün ist gut. Ach komm, dann mache ich jetzt die anderen hier auch noch, bevor ich auf den Sack gehen. Drei. Zack. Warte, was? Setzlinge entfernen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich bin selten in Gewächshäusern. Ich kann den hier nur öffnen, aktivieren. Der ist jetzt wett. Ich vermute mal, wir müssen auf grün, ne? Ich lasse das mal so laufen. Zack. So, war Mittag, glaube ich, ne? Hier, Nahrung 56. Was hau ich mir denn mal in den Hals? So eine Tomate. Ne, wer 10. Wie benutze ich die? Mit Doppelklick. Und ein paar Äpfel. Das war ein paar zu viel. So, jetzt lass mich mal gucken. Was haben wir denn hier so? Was ist das hier? Home Sweet Home. Erneuere deinen Hof komplett. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Hier ist John wieder. Hier ist eine Money Mission. Hier kriegen wir den Trecker. Dann markiere ich mir den mal. Oder können wir das irgendwie ausrüsten? Was zeigt ihr mir denn hier? Der zeigt mir Home Sweet Home an. Map. Kann ich denn irgendwie Missionen aufrufen oder sowas? Rennen, links, rechts, springen, reparieren, Ingenieur, Karte, Arbeitsmenü. Also ich habe jetzt quasi nur... Und das hier die ganze Zeit vor mir, oder was? 45 Meter, das ist hier.
Mission wird jetzt verfolgt. Kann ich. Ach, hier. Ah, alles klar. Wie weit ist denn der weg? 136. Ich kriege einen Trecker von dem. Das heißt, ich renne da mal so rüber. Alter, der wackelt aber beim Laufen. Voll Realismus. Willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Man greife mir ein Schwert. Kann ich hier durchlaufen? Ja. Könnte ich auch kaufen. Boah, das Wackel ist so. Guck mal, da hinten fährt DHL. Ich hab mir Samen bei Amazon bestellt. Kollege, Kollege, ich war zu Hause. Du hast gar nicht geklingelt, du Lumpen. Alter. Ich dachte schon, mein Hof wäre scheiße, ne? Aber deiner ist ja. Der Hammer. So, was will der jetzt von mir? Repariere seine Scheune. Okay. Machen wir Scheune Reparation. Ist hier unten irgendwas im Arsch? Nee, ne? Anscheinend nur das Dach und der Zaun könnte auch schon mal bessere Tage gesehen. So, da ist die Wand. Zack. Deine Verfassung. Apfel, du bist satt. Okay, wir haben sogar so ein Ding. Hier, die Wand ist weg. Zack. Zack. Und das Stück auch. Und hier ist auch noch eine Emily. Da müssen wir gleich mal ein Gerüst dran klatschen und dann werde ich dir mal eben kurz die Scheune fertig machen. Mit diesen langen Dingern sieht das Ding aus wie eine Kirche. Alter, ist sie Rocker oder was? Voll die Braut, ey. Umbauen, Gerüst. Zack. Wo ist sie? Hä? Wo ist die Treppe? Ja, das war ja unnötig. Kann ich das hier entfernen? Zack. So, dann wieder zurück auf Reparation. Alter, ich muss ja echt aufpassen, weil der spurtet hier die Treppe hoch, Junge. Kannst du dir nicht vorstellen. So, jetzt müssen wir wieder ein Dach reparieren. Wir haben drüben noch unser Gerüst, glaube ich, auch noch stehen, ne? Wir müssen das Dach auch mal decken bei uns. Nicht nur Holz, sondern auch so ein paar Dachziegel oben drauf. Weil hier regnet es ja immer noch rein. Wenn man sich das mal so anguckt. Das ist ja nicht so schön, ne? Gucken wir mal, ob uns das gleich sagt oder ob er sich zufrieden gibt mit unserer ranzigen Arbeit hier. Zack. Zack. Ich dachte schon, mein Hof wäre scheiße, ne? Aber seine Scheune, also mein Dach war ja zumindest ein bisschen mehr gedeckt. Aber das Ding hier ist ja völlig im Arsch. Wie kann man das so stehen lassen? Bist du für ein Bauer, Junge? Darf ich hier von Bauern reden oder sind das eher Farmer? Ich glaube, das sind eher Farmer. Wobei das keinen Unterschied macht, meine ich. Farmer ist mehr so das American. Hallo, jetzt. Und das hätte er nicht selber machen können. Kollege, soll ich dir meine Nagelpistole leihen? Kannst auch ein bisschen nageln. Weil im Nageln, ich bin nicht nur im Löcherstopfen gut, auch im Nageln. Aber das eine schließt das andere ja zum Glück nicht aus, ne? Der will bestimmt gleich noch irgendwas von uns. 100 Pro. 100 Pro. Läuft noch alles, ja. Muss zwischendurch mal gucken. Twitch hat auch eine neue Streaming-Oberfläche. Streaming-Manager finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Ich habe sonst alles immer über ausgepoppte Fenster mir anzeigen lassen, damit ich nicht den ganzen Browser hier aufhaben muss. Sondern den habe ich dann immer verkleinert und jetzt geht leider die Stream-Statistik nicht mehr zum Aufpoppen. Das ist jetzt so ein großes Feld oben drüber. Deswegen läuft hier, Entschuldigung, nebenbei der Browser noch offen. Ihr seht das da so ein bisschen, dieses weiße Fenster in der Kamera. Fertig? Scheune repariert. Sprich mit Oliver. Oliver. Olli. Ah, warte mal, komm, kurz machen wir jetzt. Boing. Muss ich jetzt. Ich muss Gerüst auswählen, um Gerüst abzubauen. Schön ist das nicht.